Hi, in diesem Tutorial erkläre ich dir die wichtigsten Funktionen des Executors in Magic Queue. Also alle Einstellungen und Funktionen, die du brauchst, damit du individuell das Layout für dich anpassen kannst und die Lichttechnik im Gottesdienst optimal steuern kannst. Wir befinden uns jetzt hier im Executor-Fenster und hier gibt es einige Optionen, die wir noch anpassen können. Das erste, was wir uns anschauen und was wir auch schon mal definiert haben, ist die Grid Size. Wir haben uns hier für 9x9 entschieden, wir können die nachträglich aber auch noch ändern. Beispielsweise könnten wir jetzt hier noch auf 8x8 runtergehen oder wir können auch auf 10x10 hochgehen, um noch mehr freie Felder zu haben. Außerdem können wir im Executor auch die Seiten wechseln. Hier oben links sehen wir gerade, dass wir auf View Page 1 sind. Wir können jetzt hier klicken und sind auf Seite 2, 3, 4 und so weiter und so weiter. Wenn wir auf eine neue Seite gehen, auf der noch kein Grid definiert ist, müssen wir das natürlich noch anlegen. Zum Beispiel hier 5x5. Oben links können wir jetzt einfach zurückspringen. Was wir jetzt auch noch machen können, ist die einzelnen Buttons hier auf der Execute-Seite anzupassen. Beispielsweise wähle ich jetzt hier mal Pink aus und sehe dann, dass ich hier auf der rechten Seite direkt einige Optionen bekomme. Zum einen kann ich den Button Type ändern. Ich klicke hier mal drauf und bekomme hier direkt das Menü, was ich ändern kann. Ich kann es nur als normalen Knopf haben, das bedeutet einmal klicken einschalten, nochmal klicken ausschalten. Ich kann ihn auch als Flash-Button definieren. Ich drücke mal hier drauf. Das bedeutet, der ist nur so lange aktiv, wie ich draufklicke. Wir müssen es natürlich einmal zurücksetzen. Jetzt klicke ich und halte gedrückt. Dann ist er aktiv. Wenn ich loslasse, ist er nicht mehr aktiv. Wir schauen uns den nächsten Typ an. Das wäre der Solo-Button. Der Solo-Button funktioniert allerdings nur in Verbindung mit anderen Solo-Buttons. Sonst merkt man seine Funktionalität noch nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier auf das Blau und setze das auch als Solo. Wenn ich jetzt einen von den beiden Button anschalte, zum Beispiel Pink, und jetzt auf Blau wechsel, sieht man, dass der linke Button direkt ausgeht. Solo bedeutet, von dieser zusammengehörigen Gruppe an Button ist immer nur einer aktiv. So eine Solo-Region kann ich entweder unterbrechen, indem ich halt ein leeres Feld habe, wie es hier zum Beispiel der Fall ist, oder ich kann eine Region dafür setzen. Das mache ich, indem ich mehrere Felder auswähle, beispielsweise jetzt hier diese 12, und dann oben auf Set Region drücke. Jetzt wurde hier eine Region erstellt. Ich habe jetzt hier nochmal einen Knopf erstellt, den mache ich auch als Solo. Und jetzt kann ich sehen, dass er mit diesen anderen zusammen funktioniert, weil sie in einer Region sind, obwohl sie nicht irgendwie in einer Reihe oder einer Spalte direkt zusammenhängen. Genauso wichtig wie das Erstellen von Regionen ist auch das Löschen von Regionen. Ich wähle dazu die Region einfach wieder aus mit der Maus und halte dann die Shift-Taste gedrückt und kann jetzt hier oben umschalten von Set Region auf Clear Region. Jetzt klicke ich da drauf und die Region ist verschwunden. Dann habe ich noch eine weitere Möglichkeit, das zeige ich jetzt hier mal oben an dem LED-Blau-Knopf, und zwar kann ich es auch als Fader definieren. Das sehe ich jetzt in diesem View-Design-Modus noch nicht, deswegen muss ich hier oben auf View-Execute klicken. Jetzt sehe ich, dass hieraus ein Fader geworden ist und damit kann ich hier mit der Maus beispielsweise oder auf einem Touchscreen-Monitor auch mit dem Finger die Helligkeit ändern. Es ist also ein Fader geworden. Es ist nicht nur immer 0 und 100, sondern ich kann auch jeden Wert dazwischen auswählen. Sieht man an den LEDs im Hintergrund. Natürlich kann ich diese Button auch hier verschieben. Wenn ich sie einmal platziere, sind sie da nicht für immer. Ich kann zum einen Move hier drüben auswählen. Ich klicke zuerst Move, dann klicke ich, was ich bewegen möchte und wohin ich es bewegen möchte. Alternativ zu diesem Move-Knopf hier auf der rechten Seite, den man meistens verwendet, wenn man über mehrere Seiten etwas verschieben möchte, kann man auch die Drag-Move-Funktion nutzen. Die schalten wir ein, dann nehmen wir einen Knopf und halten mit linker Maustaste gedrückt dahin, wo wir ihn hinhaben wollen, lassen los und er springt uns dahin. Das ist noch einfacher, wenn wir auf derselben Seite Sachen verschieben wollen. Zum anderen kann ich auch Copy machen. Ich kann von jedem Button hier eine beliebige Kopie machen. Ich wähle Copy aus, wähle den Button, den ich kopieren möchte und kann ihn woanders platzieren. Dann bekomme ich von genau diesem Q-Stack noch eine Kopie. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen der beiden Q-Stacks editiere, ist der andere auch automatisch editiert, da wir zwei Button haben, die auf denselben Q-Stack referenzieren. Ich kann den einen Q-Stack jetzt auch nehmen mit Move, klicke drauf, gehe auf die andere Seite und platziere ihn beispielsweise hier. Ich kann auch Button löschen, das funktioniert einfach über Remove. Ich drücke Remove auf der rechten Seite und dann auf einen Q-Stack und kann ihn damit löschen. Der Q-Stack ist jetzt zwar vom Executor gelöscht, allerdings noch nicht aus dem Stack Store. Hier oben rechts kann ich in den Stack Store gehen und sehe hier immer noch meinen Q-Stack, auch wenn ich ihn aus dem Executor rausgelöscht habe. Ich kann auch nachträglich den Namen eines Knopfes noch anpassen. Dazu drücke ich zuerst die Set-Taste auf der rechten Seite, gebe dann einen neuen Namen ein, zum Beispiel LED an, blau, und drücke jetzt auf den Button, den ich umbenennen möchte. Was ich auch noch anpassen kann, ist die Größe eines Knopfes. Natürlich kann ich die Größe aller Knöpfe auch anpassen, indem ich die Grid Size ändere. Ich kann aber hier auf der rechten Seite auch die Höhe und die Breite eines Items auswählen. Zum Beispiel könnte ich diesen Button jetzt 3 hoch machen. Wenn ich jetzt in den Execute gehe, sehe ich, dass damit auch der Fader länger geworden ist.
Neben dem View Design und View Execute haben wir auch noch View Max. Das muss man allerdings vorher definieren. Dazu klicken wir hier oben auf Grid Options in der rechten Ecke und wählen jetzt hier Window Size. Hier geben wir jetzt die Bildschirmauflösung unseres Bildschirms, den wir gerade nutzen, ein. Bei mir wäre das Full HD, also 1920 auf 1080 Pixel und ich drücke Enter. Wenn ich jetzt auf View Max klicke, geht Magic View in den Fullscreen-Modus. Ich habe keinerlei Button mehr, es ist nur für die Bedienung gedacht, vor allem für die Bedienung mit einem Touchscreen-Monitor und ich habe alles jetzt hier in sehr groß. Hier unten rechts finde ich den Close-Button und komme damit wieder in den View-Design-Modus. Ich kann die Darstellung auch noch weiter anpassen und zwar hier links kann ich von Boxes auf Colored wechseln. Wenn ich jetzt in View Execute oder View Max gehe, kann ich sehen, dass es schon ganz anders aussieht. Das sind nicht nur Boxen, sondern sie haben eben eine Farbe. Ich kann jetzt hier einen Button auswählen und auf der rechten Seite Item Color auswählen. Hier kann ich jetzt blau auswählen zum Beispiel und für pink könnte ich pink auswählen. Und dann klicke ich auf View Execute und sehe schon, dass sich die Farben der Knöpfe angepasst haben. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten weiter, das ganze Aussehen anzupassen. Dazu schaut ihr am besten in die Bedienungsleitung von Magic View. Ihr seht ja auch, dass hier in den Grid Options noch einige weitere Funktionen versteckt sind. Es können nicht nur Q-Stacks im Executor platziert werden. Es gibt hier oben auch noch den Knopf Assign Special. Dort hat man eine Auswahl an besonderen Knöpfen, die erstmal mit dem Programmer nichts zu tun haben, die allerdings ganz sinnvoll sein können. Wir haben dort beispielsweise einen Button, mit dem wir zu einer anderen Executor-Page direkt springen können. Zum Beispiel kann ich jetzt hier 2 eingeben und jetzt kann ich mit diesem Knopf direkt auf die Seite 2 springen. Gerade wenn man auf einigen Seiten unterwegs ist und zum Beispiel von Seite 1 auf Seite 10 springen möchte, ist das sehr nützlich, da man da nicht hier links so weit klicken muss. Wir haben ja auch noch Funktionen für Executor Page Up, Executor Page Down. Das ist sinnvoll, wenn man sich in diesem Max-Modus befindet. Da hat man auf der linken Seite ja nicht die Möglichkeit, die Seite zu wechseln. Da macht es dann Sinn, das über die Knöpfe hier unten zu machen. Ein weiterer sehr interessanter Knopf ist der Preload. Den wähle ich mal aus und platziere ihn hier. Wenn ich den Preload aktiviere, so wie jetzt hier, kann ich jetzt hier Einstellungen in meinem Executor-Fenster vornehmen. Beispielsweise kann ich hier auf Blau wechseln, ich kann das Prisma ausschalten und so weiter und so weiter. Ich kann die LEDs ausschalten und sobald ich jetzt wieder Preload drücke, werden all diese Veränderungen angewendet auf einmal. So sieht es dann aus. Ich zeige es nochmal, ich wähle den Preload aus, wechsle jetzt hier zum Beispiel auf Pink, schalte die LEDs wieder ein, schalte das Prisma wieder ein und drücke dann nochmal den Preload und alles wird auf einmal ausgeführt. Wie ihr seht, gibt es hier noch einige weitere Funktionen. Am besten schaut ihr dafür auch in die Anleitung von Magic View rein. Für eine gute Programmierung, vor allem für Kirchen, ist es auch wichtig, Übergangszeiten, also Fade-Zeiten zu haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die LEDs ein- und ausschalten, sehen wir, dass das relativ abrupt passiert. Wenn wir jetzt auf View Item klicken, uns also den Q-Stack anschauen, können wir hier bei Fade eine Zeit eingeben und bei End auch eine Fade-Zeit eingeben. Ich stelle das beispielsweise mal auf 2 Sekunden, klicke das einfach an, drücke 2 auf der Tastatur, sieht man hier unten in der Leiste. Und dann drücke ich Enter und dann wird da 2 reingesetzt. Man kann auch einfach mit Doppelklick die 2 eingeben. Gehe zurück in den Executor und sehe jetzt, dass es sich jetzt langsam ausfadet. Und beim Einschalten genau dasselbe. Man kann dort auch unterschiedliche Zeiten festlegen, wie man möchte. Das waren erstmal die wichtigsten Funktionen des Executor-Fensters. So kann man sich seine sehr funktionale und individuelle Seite anpassen und zusammenbauen, sodass man damit den gesamten Gottesdienst steuern kann. Ich hoffe, du konntest in diesem Video was mitnehmen und bist jetzt motiviert, selbst loszulegen. Lass doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da, wenn es dir gefallen hat, und wir sehen uns dann im nächsten Video.